du bist die große Straßenhoffnung für Cottbus, oder? Ich hoffe es natürlich. Also durch die Schule und den Stützpunkt hier ist es schon sehr, sehr gut. Das Einzige, was fehlt, sind ein paar Berge. Also wir haben jetzt eigentlich noch so zwei, drei große Rennen. Nächste Woche steht Rübiland an. Heute wurden die Radsportler in Cottbus und Radsportlerinnen in Cottbus ausgezeichnet, oder die aus Cottbus kommen und zu den Teams hier gehören. Es sind verdammt viele Medaillen genannt worden. Es sind Weltmeisterinnen dabei, es sind Europameister dabei. Du bist die große Straßenhoffnung für Cottbus, oder? Ich hoffe es natürlich. Also mal gucken, es ist natürlich noch, oder ich habe noch einen langen Weg vor mir. Ich bin ja erst U19 erstes Jahr, das heißt, ich fahre nächstes Jahr nochmal U19. Da kann ich dann natürlich nochmal die Weltmeisterschaft und alles Mögliche nochmal angreifen. Und ja, dann mal gucken, wo es in den nächsten Jahren hingeht. Hoffentlich natürlich zu den ganz Großen und hoffentlich natürlich auch erfolgreich. Wer ist im Radsport gesehen dein Vorbild? Ich habe kein richtiges Vorbild, weil ich mag es eigentlich lieber auf mich selber zu gucken. Aber natürlich verfolgt man die ganz Großen, wie zum Beispiel in Van der Poel, in Remco Evenepoel und so weiter. Aber ich probiere da eigentlich sehr sachlich auf mich einfach zu achten und da versuche ich einfach mein eigenes Vorbild zu sein. Und hier in Cottbus, die Bahnradsportler und Sportlerinnen sagten schon, perfekte eigentlich Bedingungen, oder ziemlich gute Bedingungen, in Deutschland fast einmalig. Wie ist es für einen Straßenradsportler? Es könnte besser gehen. Also durch die Schule und den Stützpunkt hier ist es schon sehr, sehr gut. Das Einzige, was fehlt, sind ein paar Berge. Im Winter ist es ein bisschen kalt hier. Da weicht man dann doch ganz gerne mal nach Spanien raus. Aber ansonsten ist es wirklich eine gute Umgebung hier. Es macht Spaß, mit den Leuten hier zu arbeiten, gerade mit den Kraftraummöglichkeiten, die wir hier haben und mit der Schule. Das in Kombination ist sehr, sehr gut, aber was halt fehlt, sind leider die Berge. Gut, für Berge können wir jetzt nicht sorgen. Der Kraftraum wurde heute schon einige Male erwähnt, von den anderen Sportlerinnen auch. Ist der, was ist an dem so besonders? Der ist einfach extrem groß, ziemlich modern. Die hatten den jetzt vor kurzem erneuert und es bietet einfach oder hat alle möglichen Geräte für jede Übung und so weiter. Und gerade im Winter ist es auch sehr, sehr wichtig, sich halt wieder mit der Kraft auf den Sommer vorzubereiten. Und im Winter, also ich verbringe da nicht so viel Zeit wie die Sprinter, die verbringen da deutlich mehr. Aber ich habe in dem Winter auch einige Stunden in dem Kraftraum verbracht und das ist dann schon schön. Was sind deine nächsten großen Ziele? Wo möchtest du was erreichen? Also wir haben jetzt eigentlich noch so zwei, drei große Rennen. Nächste Woche steht Rübiland an. Mal gucken, wie das wird, weil ich war jetzt die letzten drei Tage ein bisschen krank. Das hört man vielleicht auch noch an meiner Stimme. Und dann haben wir noch die EM dieses Jahr. Das ist so ziemlich mit das letzte Rennen. Und dann mal gucken, vielleicht noch ein, zwei kleine Rennen oder sowas. Das entscheide ich dann aber spontan. Aber das große Ziel, was dieses Jahr noch ist, ist EM. Kleiner Ausblick auf 24? Es beginnt wieder von alles von vorne. Ich muss mich im Winter wieder gut vorbereiten und dann hoffentlich wird es noch erfolgreicher als dieses Jahr.